Hallo zusammen, in nur 19 Tagen findet die Kantons- und Regierungsratswahl im Kanton Zürich statt. Ich zeige dir heute, wie du strategisch Frauen in den Kantonsrat wählst. Kantonsratswahlen sind eine Verhältniswahl, auch Proporzwahl genannt. Wenn eine Partei im Kantonsparlament möchte vertreten sein, dann muss sie eine Liste, man nennt das auch einen Wahlzettel, mit ihren Kandidatinnen und Kandidaten einreichen. Auf unserer Zürich-Löwinnen-Webseite kannst du all unsere Kandidatinnen aus deinem Wahlkreis kennenlernen und findest auch Verlinkungen, wo du mehr Details zum Proporzwahlverfahren vom Kantonsrat nachschauen kannst. Jetzt wählen wir zusammen Frauen im Kantonsrat. Zuerst öffnest du natürlich mal vorsichtig dein Wahlkuvert, damit du es nachher wieder verschliessen kannst. Jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Erste Variante, du wählst mit einem leeren Wahlzettel. Zweite Variante, du wählst mit einem vordruckten Wahlzettel. Für dich noch gut zum Wissen, es ist erlaubt, den vordruckten oder den leeren Wahlzettel so zu verändern, dass du genau die Kandidatinnen aufschreiben kannst, die du wählen willst. Wenn du keine Lieblingspartei hast, dann würde ich dir empfehlen, den leeren Wahlzettel zu brauchen. Jetzt schaust du mal im Büchlein alle vordruckten Wahlzettel durch. Und schaust, auf welchen Wahlzettel auf dem, sagen wir, ersten bis vierten Platz Kandidatinnen stehen, die du gut findest. Und die schreibst jetzt alle auf deinen leeren Wahlzettel auf. Achtung! Du darfst nur so viele Namen aufschreiben, wie es Linie hat. Du darfst aber zweimal den gleichen Namen aufschreiben. Das nennt man in der politischen Fachsprache kumulieren. Variante 2. Nehmen wir an, du findest eine Partei am besten. Dann nimmst du den Wahlzettel von dieser Partei und streichst zuerst einmal alle Kandidaten durch, die du nicht möchtest wählen. Das ist wichtig, weil wenn du nicht durchstreichst, kommen diese Kandidaten eine Stimme über und das gibt wieder weniger Chancen für die Kandidatinnen, die du möchtest wählen. Wenn du die Kandidaten durchgestrichen hast, tust du jetzt die Kandidatinnen, die schon auf deinem Wahlzettel stehen und du möchtest wählen, zweimal draufschreiben. Also, du kumulierst wieder. Und jetzt kommt das Dritte. Kandidatinnen von anderen Parteien, die du auch gut findest, und du siehst, die stehen auch vorne auf der Liste, die kannst du jetzt über deinen durchgestrichenen Namen anschreiben. Das nennt man Panaschieren. Und auch wieder zweimal, wenn es Platz hat. Das heisst, du kumulierst noch dazu. Ob leeren Wahlzettel oder vordruckten Wahlzettel, grundsätzlich gilt. Schreib immer die Kandidatinnennummer, den Nachnamen und den Vornamen auf. Du musst mindestens einen Namen auf deinem Wahlzettel haben, du darfst also nie einen leeren abgeben. Und du darfst nur immer so viele Kandidatinnen aufschreiben, wie es Linie hat auf dem Wahlzettel. Dein Wahlzettel tust du jetzt in Stimmzettel-Kuvert. Klebst das zu und unterschreibst deinen Stimmrechtsausweis und legst alles ins grosse Kuvert und machst es zu. Damit deine brieflichen Wahlunterlagen rechtzeitig ankommen, musst du sie bis am 7. Februar zur Post bringen und sonst geht es dann ab an die Urne. Hast du noch Fragen oder ist etwas unklar? Dann nimm gerne Kontakt mit uns auf. Jetzt wünsche ich dir viel Spass beim Wählen.